Mission. Diverse Keimpläne zur Schaffung von einem Grossluzern sind aufgedeckt worden. Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie recht herzlich zur neuesten Ausgabe von der SVP News. Kurz vor der Abstimmung zum Beitritt zu der Steuerungsgruppe Starke Stadtregion Luzern in den Aglo-Gemeinden sind verschiedene brisante Dokumente ans Licht von der Öffentlichkeit gekommen. So hat die linke Regierungsrätin Yvonne Schärli im Sommer 2008 die Gemeindepräsidenten der Aglo-Gemeinden im Geheimen angeschrieben, um sie dazu zu bringen, Fusionsabklärungen mit der Stadt Luzern zu machen. Am 11. Juni schreibt sie dann an die Gemeindepräsidenten wörtlich: Herzlichen Dank für Ihren Brief vom 30. Juni 2008, in dem Sie uns mitteilen, gemeinsam in Fusionsabklärungen hin zu einer starken Stadtregion einzusteigen. Die ganzen weiteren Abklärungen sollen von der Leiterin vom Amt für Gemeinde Judith Lauber geplant werden. Jetzt, kurz vor der Volksabstimmung, wird von den Gemeinderäten in den verschiedenen Aglo-Gemeinden behauptet, dass die Steuerungsgruppe nicht nur eine Fusion, sondern auch eine vertiefte Zusammenarbeit wird prüfen. Jetzt ist herausgekommen, dass sich Gemeindepräsidenten der Aglo-Gemeinden schon seit einiger Zeit im Geheimen treffen, um Abklärungen zur Fusion mit Luzern zu machen. Die inzwischen öffentlich wurdenen Sitzungsprotokolle zeigen jetzt aber die Wahrheit. So freut sich die linke Krienzer Gemeindepräsidentin Helen Meyer an der Sitzung vom 12. August 2008, dass das Fusionsprojekt jetzt endlich vorwärts gebracht werden kann. An einer folgenden Sitzung vom 11. November will man zwar zuerst gemeinsam an die Öffentlichkeit, lässt die Idee dann aber aus Angst vor den Fusionsgegnern wieder fallen. Weitere Treffen finden dann im Abstand von 2 bis 4 Wochen statt, und auch noch nach der Abstimmung sind Treffen geplant. Dabei ist kaum ein Wort von der Zusammenarbeit zu lesen. Vielmehr geht es nur um ein Ziel, die Schaffung von einem Grossluzern. Auch in den Aglo-Gemeinden selber finden Geheimtreffen zwischen den Parteien statt. So ist uns das Aktionsprotokoll von der Emmer Fusionsturbo-Parteien CVP, FDP, SP und der Grünen in die Hände gespielt worden. Bis ins letzte Detail wird dort aufgeführt, wer wenn welche Plakate wird aufstellen, wo und mit wem Pressekonferenzen, Standaktionen und Podien werden stattfinden. Interessant dabei ist, dass man sich als Moderator den Peter A. Meyer wünscht, der als Chefredakteur von der Region jeweils Gas in Sachen Fusion gibt. Es wird auch abgesprochen, wer wenn Leserbrief wird versenden. So werden am 7. Mai die Grünen und CVP Leserbrief abschicken. Am 14. sind dann FDP und SP an der Reihe. Eins zeigt das Ganze überdeutlich. Wenn es nur um einen ergebnisoffenen Bericht ging, dann würde wohl kaum ein solcher Aufwand betrieben. Wenn die ehemals bürgerlichen Parteien CVP und FDP mit der Linken gemeinsame Sache machen, dann geht es nur darum, persönliche Machtgelüste zu befriedigen. Es bleibt zu hoffen, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von der Aglo-Gemeinde das linke Treiben durchschauen und den Fusionsturbus mit einem klaren Ei einen Korb geben. Informieren Sie sich zu dem und anderen Themen laufend auf www.grossstadtrat.ch und www.fusionsblog.ch. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.